It is so pang, lad. Even Harper wants a bit. Go on. You fucking bitch. You. Oh my god. Oha, hör doch auf, den armen Hund zu beleidigen. Der Bre hatte halt bisschen Hunger. Naja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute entschuldige ich mich schon einmal im Voraus. Denn ihr werdet bei diesem Video zu 100% unglaubliche viele Gehirnzellen verlieren. Denn ich habe heute so viele Dinge auf Lager, die absolut dumm sind. Und man sich echt nur an den Kopf greift und denkt, ja, die Welt ist verloren. Und naja, wir labern auch gar nicht so lange drum herum. Umso schneller es startet, umso schneller ist es vorbei. Wenn die Jungs und ich bisschen kicken wollen... Ach du heilige Scheiße. Der Arme wollte ein cooles Video machen und den Ball im Kofferraum versenken. Und jetzt... Ja, jetzt haben wir den Salat, ne? Das gibt eine dicke, fette Rechnung und dazu noch eine dicke, fette Anzeige. Hat er da einen Anschlag auf sein Homie versucht? Ich hab das nicht erwartet. Oh nein. Ey, jetzt mal ohne Spaß. Wer denkt sich sowas denn bitte aus? Wieso macht man das? Der Sch ist gottlos. Aber genau deswegen feiern wir das doch, oder? Bro, okay, übertreib doch. Sie hat aber nochmal Glück gehabt. Das ist anscheinend ihr Glückstag. Oh mein Gott, stellt euch mal vor, sie wäre da drüben drüber gewesen. Oh no. Und es geht weiter. Ja, super. Boah, okay. Der hatte auch Glück gehabt. Real Talk, ich hätte keinen Bock, das Ding in die Fresse zu bekommen. Ach, aber zum Glück ist es jetzt vorbei, oder? Nein, 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 nein. Bitte sag mir, dass das jetzt ein Joke ist. Bitte, Oma, entscheide dich richtig. Nimm einfach das Blaue und alles ist gut. Nein, 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 das ist das Falsche. Oh. Mein Gott, das ist nicht wirklich passiert, oder? Natürlich ist es nicht echt passiert. Das Video ist nur ein lustiges Fake-Video und das mit der Oma ist nur editiert. Das sieht man hier ja auch. Es ist nicht echt. Allen Personen geht es gut und niemand wurde verletzt. Wirklich. Und wenn ihr euch jetzt dachtet, Alter, ist das ehrenlos. Vertraut mir mal, jetzt wird es schlimmer. Und zwar habe ich dieses Video hier entdeckt. Wollt ihr mich verarschen? Was zum Teufel ist das denn? Die sind doch gerade mal 10 Jahre alt. What the f*** geht hier ab? Das kann doch auch nicht legal sein. Und ich zeige dieses Video hier auch nur für Aufklärungszwecke. What the f***? Mit 10 Jahren habe ich bei mir im Sandkasten gespielt. Und die sind am Vapen und machen TikToks. Ernst gemeinte Frage. Haben die keine Eltern? Also, die müssen ja wirklich keine Eltern haben, wenn die sowas machen. Welche normale Eltern erziehen ihr Kind? Dass es so wild? Hätte ich sowas mit 10 gemacht? Ach, hätte ich sowas auch mit 16 oder so gemacht? Mein Vater hätte mich adoptieren lassen und alle meine Sachen verkauft. Ich habe das Gefühl, die Welt geht wirklich jeden Tag ein Stück weiter unter. Wir brauchen mal wirklich sowas wie ein Reset in der Geschichte. Irgendjemand muss das doch stoppen. Heilige Sch... Was war das? Ich habe Gänsehaut beim Zuschauen bekommen, weil das ist so... Oder? Was? Oder ich kann das wirklich nicht verstehen. Was ist los? Und wo wir hier gerade schon bei TikTok, Instagram Sachen sind. Gestern habe ich auch dieses Video hier entdeckt. So, hey, guck mal so, ich denke mir ja nichts Böses so. Sie hat eine nice neue Frisur bekommen. Das mit der Mülltüte war ein bisschen random und so, aber nichts weiter dran schlimm, okay? Ich öffne die Kommentare. Ey, 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 ey. Diese Instagram-Kommentare sind wirklich so gemein. Ich habe Paranoia und werde auch deswegen nie was auf Instagram hochladen, weil, Bro, am Ende du lädst so ein Video hoch, denkst du so, oh, wow, was ein nices Video. Und am Ende wirst du von Tausenden in den Kommentaren einfach auseinandergenommen. Ehrenlos mal wieder, wirklich. Also, was ist denn hier heute los? Bruh. Einfach ausgemacht, anstatt ein schönes Selfie zu machen. Super, klasse. Wer auch immer das war, schiebt gerade miese Depression. Extra erste Reihe gedrängelt, 10 Stunden gewartet und Unmengen an Geld ausgegeben, um deinen Lieblingsstar zu sehen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wer das ist, aber sie sieht bad aus. Und dann schickt sie einfach so rein mit dem Foto. Let's go! Neue Chance! Jetzt klappt es aber. Geil, Mann. Freut mich für ihn, dass er doch noch sein Foto bekommt.
Ist das Ihr Ernst? Zweiter Versuch und schon wieder reingeschissen? Obwohl sie extra vorher gefragt hat, wie es geht? Drück einfach den Knopf in der Mitte, so wie es dir gesagt wurde, Mann! Ja, und sie ist gegangen. Einmal bitte Applaus für sie. Das war unglaublich. Das war wirklich unglaublich. Der Typ hat sich danach auch safe ein iPhone geholt, damit sowas nie wieder passiert. Ey, der Arme wird heute Abend heulen, wenn er im Bett liegt und kein Foto in seiner Galerie sieht. By the way, ich mache dieses Video hier gerade im Auto. Also wirklich hier, guckt. Ich sitze hier gerade einfach im Auto. But what the f***, was ist das? Naja, wie auch immer. Guck mal, das hier ist schon wieder der perfekte Beweis, dass man auch einfach bei Videos nicht vorskippen sollte, sondern einfach alles geschehen lassen soll. Ich habe dieses Video hier so gesehen, irgendeine Cola-Mentos-Challenge, dachte mir nix, scroll ein bisschen weiter vor. Ich skipp wirklich so ein bisschen weiter, paar Sekunden weiter vor. Aber das war wirklich wieder ein Fehler. Bro, what the f***? Wieso? Was gibt es für Menschen auf dieser Plattform? Die machen wirklich alles für Klicks. Ich meine, was ist das? Sie, ich bin nicht so eine. Auch sie, 10 Minuten später. Damn, das ist einfach die Wahrheit. Möchtest du 100 Euro oder ein gratis Video für dein Restaurant? Ich würde direkt die 100 Euro nehmen. Gar keine Frage. Gib den Huni und dort hinten ist die Tür. Schönen Tag noch. Free Video. Perfekt, machen wir. Okay, die Aufnahmen sehen eigentlich schon mal stabil aus. Kommt professionell rüber dafür, dass es ein Free-Video ist. Dann lasst uns doch mal das Ergebnis anschauen. Also ich habe gerade nochmal geguckt, ob ich vielleicht das falsche Video angeklickt habe. Aber das war's. Bro, the f***, wie random war das denn? Ich glaube, das war bis jetzt das schlechteste Video, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das soll ein Werbevideo für den Laden sein, aber wenn die das veröffentlichen, können die in 2 Monaten Insolvenz anmelden, weil niemand mehr dort freiwillig essen geht. Was sind das für Aufnahmen? Was sind das für random Musikwahlen, Bruder? Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Als er das gesehen hat, er hat innerlich geheult, weil er nicht die 100 Euro genommen hat. Ja, du hast verstecktes Talent, Bro. Lass es lieber versteckt. Also kleiner Tipp an alle Restaurants in Deutschland, wenn er in euren Laden kommt, nehmt die 100 Euro, wirklich. Einfach den Huni eintüten und weiterem Stress aus dem Weg gehen. Das war wirklich Müll. So richtig, richtig Müll. Mein Kopf während der Mathearbeit. Was habe ich mir hier gerade schon wieder angeschaut? Ey, ey. Ich glaube, ich drehe heute wirklich noch durch bei diesem Video. Aber ich muss sagen, es ist halt immer so. Während der Arbeit, ich habe wirklich über alles nachgedacht. Außer die Aufgaben, die ich eigentlich machen sollte. Und naja, wie das wohl geendet ist? Ich kann es euch sagen, wie das geendet ist. Und zwar so. Ja, klasse, ne? Das klassische Zeugnis eines Schülers in Frankfurt. Naja, Freunde, wenn ihr nicht wollt, dass euer Kind später mal solche Noten schreibt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen sexy Bennard. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.